Ja, mit ihrem scheiß Musikattacken, die meine Dinge immer noch verwirren. Ja, genau, Kyo ist noch vorne. Oh, Orin Devimon. Yay. Jetzt wird's lustig. Und... Och, das ist ja gut. Aber wie viel hat er mir jetzt rein? Ah, du hast... Ah, das ist... Ach ja, weil er mehrere Arme hat, macht er ja einen mehreren Angriff. Einmal hast du geblockt. Na, das sieht doch gut aus. Okay, da habe ich mir gerade ein bisschen was Sorgen gemacht. Das geht ja. Das geht ja, das geht ja. Ach, man hat schon die Musik vermisst. So. Aber man hat es echt nicht vermisst, immer dieses umständliche Tauchen. Ich frage mich echt, wer auf die Idee gekommen ist. Ja, schon so oft gesehen, dass Unterwasser-Levels in vielen Spielen nicht so sehr gern gesehen werden. Okay, jetzt ging das hier lang. Hallo, besoffener Fettsack. Alter, das sieht so komisch aus, wenn er blau ist. Ich finde diese Recolors manchmal echt ein bisschen lächerlich. Soll aber halt einfach nur demonstrieren, dass das wahrscheinlich stärkere Varianten sein sollen. Was man jetzt gerade nicht unbedingt gesehen hat. Kling, kling. Ist aber auch ein schöner Ort hier. Wo war das jetzt nochmal? Da war es ja irgendeine Stelle, da hat man das ja irgendwie schon sich denken können. Da kommt bestimmt später mal was ganz Besonderes hin. War das jetzt... Hier? Oh, das ist eine Kiste. Das ist schon mal etwas Besonderes. Oh, toll. Ein böser Zahn. Juhu, den haben wir uns ja nicht gerade gekauft oder so. Ja. Hier, die eines Wissens. Hey, was ist denn das? Toll, ich habe das TGI des Wissens. Jetzt kann ich Digimon beschwören. Das heißt Digimon, nicht Digimon. Okay, zurück zum Azuka-Server und zum Nordsektor. Ich habe gerade Zuckungen, weil... Digimon. Ich geb's dazu, als Kind hat man auch mal so gedacht, hey, Digimon hat man auch so was gedacht, Digimon? Hm? Bei Dig halt von kommt von Kram. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob das auch im Original Digimon heißt. Ich meine aber ja. Was mich aber wundert, dass das hier nur die Armoreier von. Also die Hauptarmoreier von Armadillumon da sind. An sich kann ja jedes Digimon Armoreier benutzen. So. Die von den Digimon aus Zero Two, die können ja rein theoretisch eigentlich alle Armoreier benutzen. Was ich schade finde, dass sie das nie gemacht haben. Jetzt wird so viele Variationen gehabt. Ach Gott, bist du. Hässlich. Naja, was schon immer. Egal ob lila oder pink. Ich glaube, dann kann ich jetzt Inzi wieder nach vorne packen, wo ich bei den wilden Digimon. Ja, du, Kyo macht sowieso nicht so viel Schaden. Oh, ich will das Käferlabyrinth. Girl. Müsste ich da jetzt eigentlich zurück oder kann ich auch da durch? Da ist ja jetzt ja auch dieser Tempel. Geh ich einfach mal reingucken. Das habe ich. Ich habe jetzt. Weiß ich auch nur, dass man halt zurück muss. Macht das mehr? Ja, ein bisschen mehr. Das sieht halt schon viel mehr aus. Stirb, Blume, werde gegrillt. Und weg. Dann packe ich mir jetzt ins Hintergrund, mal gucken, ob der da einigermaßen zurechtkommt. Das hängt, der hängt immer so hinterher. Also so schwer, den auf das gleiche Level von denen zu bekommen. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, dass er noch länger braucht als die anderen.
Wemon ist halt ein ganz spezielles Demon, weil er das einzige ist, was man kriegen kann, aber niemals in den Shadowpacks mit drin ist. Warum eigentlich? Frage ich mich. Naja. Können wir das jetzt echt schon benutzen? Rein theoretisch könnten wir das, aber das will ich jetzt nicht unnötig machen mit dem mit Diekmann und mich halt durchbuddeln. Metal Attack, wie viel macht's? Ach, leider nicht so viel. Cherrymon, was tust du mir an? Ist doch im Bereich, der geht. Mega strange. Wer ist auch so ein Aufpower? Müsste ich eigentlich immer am Anfang von so einem Kampf reintun, aber nach 5 Runden ist das immer weg. Das ist das Doofe. Brav geblockt. Jetzt sollte eigentlich Metal Attack ein bisschen mehr machen. Yes. Und nochmal Attacke hinterher. Ja, abgerecht, gut. Gut sei Dank. Die muss ich jetzt auf 99 kriegen, damit ich Stück mal krieg. Boah. Fällt mir auf das Leben so mache. Tut mir leid, wenn das irgendwie stören sollte. Das ist. Das mache ich automatisch, ohne groß nachzudenken. Hoffentlich boxt mich hier nicht gleich alles um. Muss ich ja mal kurz speichern. Ich will hier nicht allein patrouillieren. Bin ich deshalb ein schlechter Soldat? Keine Ahnung. Du bist sowieso ein schlechter Soldat, wenn du so. Jetzt sieht's aus wie ein Scheißhaufen. Ohne Witz. Gott, das hält aus. Man kackt mir nur voll. Mega strange. Echt nur so Digimon kommen wie nur Memon oder Sukamon. Ich verstehe es einfach nicht. Definitiv jetzt mal heilen. Boah, ich weiß noch beim Training, da haben sie alle mal ständig Schlusssituation gemacht. Wenn wir so auf die Schnauze bekommen haben. Ist ja das Problem, entweder. Ach. Komm, ey, ich hasse das. Entweder sind die Dinger wirklich so stark, dass sie so heftig die Schnauze bekommen. Kriege dafür aber XP. Oder aber die Dinger sind zwar immer so gut zu besiegen, aber dann kriegst du so ähnlich wenig XP. Dann dauert das auch selber so lange. Ach, gleich abhauen. Da scheißt mich trotzdem voll. Ist mir letzter. Das bringt echt einfach nichts bei den Digimon, wenn die sowieso abhauen. Das ist mir dann schon doof. Lauf, lauf! Lauf, Horace! Warum kannst du nicht laufen? Du hast doch 2 gesunde Beine. Ups. Naja, Numero macht eh Flucht, versucht, sollte das eigentlich gleich abhauen. Ja, die können immer fliehen. Drecksäcke. Ich hoffe echt mal, das ist jetzt richtig. Jetzt kann ich gleich wieder zurücklaufen. Nein, hier gibt sowas nicht. Scheiße. Was ist denn das für ein Zeichen? Das will ich mal kurz angucken. Skysatamon, wie cool! Schon eines meiner Lieblings-Digimon. Das wird mich, glaube ich, sowas von gleich töten. Oh, jetzt geblockt, schön.
Muss ich gerade ganz kurz überlegen, wie war nochmal seine Attacke? Das war jetzt mit Nabelknochen oder sowas? Die fand ich nur so lustig. Aber das Design finde ich extrem cool. Och ja, haut schon ein bisschen rein. Das will ich jetzt aber kaputt kriegen. Einfach aus Prinzip. Hätte ich auch so viel cooler gefunden, wenn das noch so wäre, wie jetzt in den Digimon World DS spielen. Dass du sozusagen, dadurch, dass du Digimon triffst, sie scannst und sie dann laden kannst, dass du deine Partner benutzen kannst, also verwenden kannst. Finde ich extrem cool, weil ich finde diese begrenzte Anzahl der vier Rookie-Digimon, die dabei wirklich zu allem werden können, unter halt verschiedenen Voraussetzungen, finde ich irgendwie, naja, noch ein bisschen doof. Super. Jesus, das ist geil, das hatte man nicht unglaublich geil im Team. Ah, und das ist das Telefon. Alter, ich schwöre, irgendwann schmeiß ich das Telefon gegen die Wand oder so. Apropos Wand, das hier ist nix, okay. Müssen wir auf dem gleichen Weg wieder zurück, wie wir hergekommen sind. Ich wollte halt nur mal kurz gucken, wer steht da? Das würde ich jetzt auch gerne noch mal wissen. Nachdem wir nochmal das Skull-Satamon besiegt haben. Skull, nicht Skull, das heißt Skull-Satamon. Und mit Holitech. Ja, sieht ein wenig besser aus. Warum heilt er sich jetzt eigentlich mehr? Das wundert mich. Oder habe ich ihm das Item mitgenommen, dass er sich heilen kann? Kann durchaus sein. Schon wie gesagt, länger her, dass ich jetzt geguckt habe. Und nochmal auf Bolzen. Zweimal. Jetzt nochmal zweimal, wenn er nicht nochmal blockt. Block, NC Block. Gut, dann hat sie das wieder ausgeglichen. Eine typische Nullrunde. Was ich auch mal sehr interessant finde, dass viele Spezialattacken der Digimon weniger Schaden machen, als wenn sie so nur normal angreifen, also mit den wilden gegnerischen Digimon. Das finde ich immer sehr interessant. So, wer steht da jetzt oben? Wie gesagt, gegen kämpfen auf keinen Fall. Seraphimon? Das ist aber bestimmt eine Black-Version, weil seine Rüstung normalerweise blau ist und die Flügel gelb. Wie gesagt, in der Protokollruinen gibt's Black. Warte mal, wie hieß das Ding jetzt nochmal? Das Mega-Level von Terriamon. Telgagumon? Galgimon, das ist. Ich hab keine Ahnung. Ihr werdet das mit den Smiley-Raketen auf dem Rücken. Da weiß ich gerade nicht nur Namen, weil mich das eher nicht wirklich interessiert, das Digimon. Gibt's da und auch bei der Dino-Schlupf der Black Imperialdramon Dragon Mode. Ich habe mal so mal versucht, mal geguckt, wie viel Schaden die wir machen, wie der Kampf ablaufen würde, und ich kann sagen, die machen platt. Ich glaube, auch mit dem jetzigen Level würde das sehr schwer gehen. Also vielleicht mache ich das später nochmal, wenn ich dran denken sollte. Was jetzt nicht unbedingt der Fall sein muss. Dann werde ich die nochmal herausfordern. Aber jetzt wäre das etwas unklug. Und natürlich noch, wo ich ein bisschen schwächer war, aber ich will es nicht unbedingt drauf anlegen. Da müsste ich jetzt nur unnötig wieder hin und her laufen. Mache ich vielleicht irgendwie mal ein Extra oder sowas dazu. Wo ich direkt zu denen hinlaufe. Genau, ich denke, das werde ich mal machen.
ein Digimon so 40 Cent oder sowas. Ich riskiere es jetzt mal. Ah, Gott sei Dank. Hat ja doch gut geklappt. Oh shit, jetzt kann ich Technik laden, logisch. Ich tausche mal ganz kurz. Weil gleich kommen wir eh wieder in den Raum mit den ganzen Umemon und da kann Sandro am besten eigentlich fliehen. Hallo, du Scheißhaufen. Auf Wiedersehen, du Scheißhaufen. Immer muss das noch ein Vollkacken. Aber bin ich froh, dass die jetzt nicht so wie ein Digimon World 1 wirklich so ein Kackhaufen schießt, sondern nur so eine Energiekugel. Heilt sich zum Glück immer noch. Geil doch. Warum nicht gleich so? Ist das denn so schwer? Ich freue mich, Sento und Kyo brauchen nur noch 5 Level, dann können sie auch endlich auf ihr Mega digitieren. Das freut mir. Nein, ich wollte es nicht angreifen. Es ist nicht wert, angegriffen zu werden. Sento könnte es vielleicht platt machen, aber ich habe echt keinen Bock, mich da an den festzubeißen. Vor allem, weil die jetzt eh immer fliehen. Sehe ich keinen Sinn drin. Wollte gerade sagen, mal sehen, ob wir es rausschaffen, ohne nochmal von einem Scheißhaufen begegnet zu werden. Aber das ist ja nicht so möglich. Kann nicht laufen. Block nicht. Und ich sehe dahinter nur mehr so einen kleinen Grafikbug mit der Leuchte. Das Streifen, der sollte eigentlich nicht da sein. Den habe ich ja vorher noch nie gesehen. Vielleicht greife ich das echt wieder an. Ja, geht doch. Werde ich eh gleich nochmal nach in die Stadt gehen und nochmal heilen. Ich werde nicht nochmal diesen komischen Namen aussprechen.